1 für die Single Maria. Goldene Schallplatten in Deutschland und den USA. Us 5 starten in Rekordzeit von 0 auf Superstars. Aber jetzt erstmal zurück zum Anfang. Wie alles begann. Wie die 5 smarten Jungs zur derzeit erfolgreichsten Boyband wurden, zeigen wir jetzt. Aller Anfang war schwer. Besonders für das wohlerzogene Nesthäkchen Chris. Also ich weiß noch, dass ich damals sehr, also bevor ich bei Big in America war, dass ich sehr, im Vergleich zu jetzt sehr unerfahren war und sehr noch so, weiß ich nicht, von Mamas Haus geprägt, so unselbstständig und einfach, ich war einfach so damals so das kleine Küken irgendwo auch. Wie sagt Goethe? Man muss den Kindern sagen, zeigen, wo die Wurzeln sind, aber man muss ihnen auch Flügel geben. Und ich denke, das ist's. Einzelgänger Michael hatte bereits Erfahrungen als Background-Tänzer. Doch Big in America war seine wirklich große Chance. Also am Anfang, klar, wir haben uns nicht so viel, ich hätte mir niemals so viel erhofft, weil ich habe gesagt, hoffentlich komme ich weiter, aber hoffen ist immer so eine Sache. Und ich habe den Namen Lou gehört und habe dann gesagt, boah, da muss ich hin. Ich weiß nicht, ich hatte natürlich Angst vor den Erwartungen, die an mich gestellt werden würden. Und ich weiß nicht, ich war einfach total aufgeregend und habe mich darauf gefreut, was dann kommen könnte. Big in Berlin. Das erste Treffen der 4 deutschen Jungs. Gleichzeitig Ausloten der Konkurrenz um den Platz in der Superband Us 5. Ich war noch nie mit irgendwelchen Jungs, die auch genau das Gleiche machen wie ich, irgendwie in einem Haus oder in einer Wohnung und haben irgendwie jeden Morgen das Gleiche getan. Also gesungen, aufgestanden, gesungen. Ich war immer für mich selber abgesungen und ja, war schon was anderes. Stopp! Knips und... Versteht ihr? Ich kann mich noch ganz genau erinnern, die erste Woche vor allen Dingen in Berlin war Horror für mich, weil das sieht man auch immer so an den Bildern, also wie ich so in den O-Tönen, also in Interviews ausgesehen habe, also ob ich Augenränder hatte oder ob ich so einigermaßen frisch aussah. Richtig bombig. Und in der ersten Woche war ich einfach mal nur komplett fertig. Du bist sehr nervös, man merkt das in deiner Stimme, dass die richtig zittert. Was du da gerade machst, klingt für uns schon gut. Wir hören diese Schwankungen, die du da hast durch deine Nervosität, aber wir merken, Talent ist da. Komm mal ein bisschen runter, komm rüber, entspann dich, nehme ich ihn an den nächsten ran, ja? Heute wird sich wirklich zeigen, wer nach Orlando mit darf und wer nicht. Nach 3 Wochen Drill müssen sich Peter, Roger, Michael und Chris vor Lou Pearlman beweisen. Der Popgigant will nur die Besten der 4 Deutschen mit nach Orlando nehmen. Also in dem Moment, wo Lou die 2 Tickets rausgeholt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, boah, Gott sei Dank bist du nicht der Einzige, der hier bleiben muss. Ich hab gedacht, ich sterbe gleich. Jetzt fall ich gleich um. As a matter of fact, I got 3 tickets and 4. I'm gonna have all of you go to Orlando. Oh my God! Das gibt's nicht, verdammt! Den Moment kann man nicht beschreiben. Muss man als Mensch selber ganz ehrlich selber erleben. Ich fand's einfach ganz, ich war emotional hammergeil drauf. Also ich hätte fliegen können so. Ich denke mal, in den Staaten wird es ein bisschen härter, aber lass mich überraschen. Und als wir dann wirklich gelandet waren, da war das erste Mal so wirklich diese Stimmung kam wirklich auf. Da war klar, jetzt sind wir da. Mein Eindruck war natürlich geil. Also ich meine, abgesehen natürlich von dem Camping. Folgendes. Lou hat gesagt, dass in der Boygroup wichtig ist, dass man gut zusammenhält und dass man Stresssituationen bewältigen kann. Und deshalb werdet ihr heute Nacht campen gehen. Und das macht ihr nicht alleine, sondern mit euren 4 amerikanischen Kollegen. Well, I first met the Germans when we went to that little camping woods thing. I was like, wow, they look really German, like their haircuts and their like style and everything. And that's when I first met them. It was really bizarre. I couldn't see the band working together. My first impression of them was that they were a mirror image of each one of us. Like they had a guy that looked like Drew, you know, somebody that kind of had my kind of image was Michael, and you know, for Richie it was Chris. And I just thought that they picked 4 guys that looked just like us.
And we were looking at each other. Nachts wurde es auf einmal irgendwie richtig, richtig scheiße kalt und dann wieder alles angezogen, hat es nicht gereicht und wir alle nebeneinander da eingefercht in dem Zelt. Also es war ein unangenehmer erster Kontakt und danach wurde es aber richtig paradiesisch, also das heißt im Haus und sowas und das war natürlich geil. Das ist kein Haus mehr, finde ich, das ist eine Villa ohne Scheiß. Das Haus ist auf jeden Fall überwältigend. Noch nie vorher so gesehen oder geschweige denn drin geschlafen in so einem Haus. Doch es blieb kaum Zeit zum Genießen. Pop-Großmeister Perlman rief zum Appell und erklärte die Regeln bei Big in America. Er verlangt 500% von seinen Jungs. Schließlich bietet er ihnen auch die Chance ihres Lebens. Dann selber in diesen Raum zu betreten, den vielleicht schon andere Prominente gesessen haben, das war schon ein komisches Gefühl. So we work hard and play hard. But a couple of things to keep in mind is teamwork. And being part of a team is what's so important. Because everybody has to work together. We say it's a band of a hand, because at the end of the day it's going to be Final Five guys. Big in America und die Zeit in Orlando war eine richtig harte Schule. My style is unorthodox, so I don't mean to scare you, but you just got to go through the pain of singing. Ich hätte mir Gesangsunterricht auch anders vorgestellt, also nicht mit dem Aspekt, okay, da kommt jetzt noch Sport dazu. Immer wenn jemand irgendeinen Fehler gemacht hat, egal wer, mussten alle auf den Boden und 20 Mal ihre Beine anheben. This is for rocks, don't apologize, no excuses, just get down, here we go. Ich muss auf jeden Fall hier an der Stelle nochmal irgendwie betonen, dass Gary Williams einfach, also da muss ich sagen, Hut ab, weil ich habe selten bei jemandem so viel gelernt wie bei ihm und ich habe einfach, also ich und die anderen Jungs und Leute haben einfach gemerkt, so wie ich mich entwickelt habe, besonders mit der Stimme und vorher dachten wir so, ist er eher so der Tänzer als der Sänger und sowas. Also ich finde auch, dass mich so viel verbessert hat und einfach so enorm ist dieser Sprung, den ich gemacht habe und das ist eigentlich, habe ich ja jetzt alles ihm zu verdanken. Und er ist wirklich auch so eine Art Vorbild für mich geworden. We all have pain, we all have sorrows. You're sweating, you don't care, you don't care. You care? You just work a little bit of this out. All right. We gonna have fun. I can't dance in Serbia. You're gonna dance this time. We're gonna run. Oh, you will dance. Ich hatte noch nie Probleme im Tanzen, noch nie. Also es ist bekannt, dass ich Background-Tänzer schon oft gemacht habe und vieles gemacht habe. Aber ich weiß noch ganz genau, am ersten, zweiten Tag war Daryl, Katastrophe. Ich kam mir vor, als ob ich noch nie getanzt habe. Don't step step. Also beim Anfang habe ich gesagt, ey, ich komme hier nicht klar. Wenn das so weitergeht, ey, da fliege ich in 2 Wochen raus. Das harte Training hinterließ Spuren. Chris zweifelte, ob er Big in America werden kann und will. Den Gedanken aufzuhören und eben zu sagen, warum mache ich das hier alles und irgendwie meine alte Welt und sowas. Den Gedanken hatte ich auf jeden Fall, mit dem habe ich auch gespielt. Deswegen stelle ich mir einfach im Moment die Frage irgendwie, ob ich das wirklich alles will hier. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Mensch für so eine Band bin, ob ich das wirklich schaffen würde oder ob ich daran kaputt gehen würde, weil ich bin einfach Mensch, ich brauche meine Familie und meine Freunde um mich herum. Ich würde dir einfach nur den Tipp geben, so das habe ich jetzt mit meinen 23 Lenzen so gelernt, so hör auf gar keinen Fall auf mich, auf irgendeinen anderen, sondern hör auf das, was dein Herz dir sagt. Was du jetzt für eine Entscheidung triffst, liege ich bei dir. So. Wenn mir da in dem Moment einer ein Ticket hingehalten hätte und gesagt hätte, okay, du kannst sofort wieder zurück nach Hause, hätte ich das wahrscheinlich genommen, aber mittlerweile bin ich froh, dass ich damals nicht aufgegeben habe und dass ich das durchgezogen habe, weil jetzt weiß ich, dass es das Richtige für mich war und es war gut, dass ich die Erfahrung auch gemacht habe. Seit dem Sommer 2005 hat Deutschland endlich wieder eine Boyband. Doch der Weg dorthin war schwer und für einige sogar unerreichbar. Was glaubst du, was abgeht? Einer fliegt. If my time on earth was over. Harte Realität. Peter musste sie als erster spüren. Für ihn reichte es nicht, in Lou Superband zu kommen.
Peter ist für mich eigentlich ein sehr guter Sänger und das hat er auch in Berlin bewiesen. Aber leider durch sein Tanzen und auch seine Entwicklung, die er hier durchgemacht hat, hat es nicht gereicht, um in die Band zu kommen. Ja, ich werde halt meinen Weg wohl oder übel auf einer anderen Art und Weise gehen müssen. Peters plötzlicher Rausschmiss regt Diskussionen an. Unsicherheit. Wer wird der Nächste sein? Man hat das Gefühl, von einer auf der anderen Sekunde kann so viel passieren. Das heißt, dass es auf einmal irgendwie Schnips macht und auf einmal ist alles vorbei und man wird wieder nach Hause gehen. Und mir wird gerade bewusst, wie schnell das geht. So kann es gehen, jetzt sind wir noch drei. Aber ich glaube, meinst du, Pete wusste vorher, dass er nicht so das gewisse Etwas hat, was man vielleicht dafür braucht? Ich glaube, das weiß man. Weil, wenn man weiß, vielleicht hat einer von uns das auch nicht oder mehrere von uns und irgendwie dann auf einmal. Und trotzdem hofft man dann immer so, ne? Also ich kenn's das doch. Die Hoffnung ist natürlich immer da, aber man sollte sich trotzdem klar darüber sein, was man eigentlich will. Ne? Und das ist nicht einfach. Michael und Chris auf jeden Fall in die Band wollen. Und ich deswegen auch sehr, sehr viel darüber nachdenke, ob es das Richtige für mich ist und ob es auch wirklich gut ist, was ich im Moment mache. Can we talk a little bit for a few part in for me? Yeah, please. In the living room? Roger hat dann alle zusammengerufen und dann hat er angefangen zu reden. Also Jungs, ich wollte euch nur sagen, ich denke, wir sind ein super Team geworden in der letzten Zeit. Ja, im Laufe dieser Rede bin ich irgendwie so, wusste ich direkt, okay. Er sagt jetzt, dass er geht. Ich habe einfach nur so gebetet irgendwie. Sag's nicht, bitte sag's nicht. Heute ist der Tag, wo ich euch sagen möchte, dass ich das Projekt Big in America Us Five verlassen werde. Ein Schock für die anderen. Denn mittlerweile wurden aus Konkurrenten echte Freunde. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich denke, das ist die beste Entscheidung für euch. Es geht zum Ende zu und tut mir echt super leid, aber ich wünschte, es wäre anders, glaubt ihr nicht. Ich will das nicht begreifen, weil ich kann mir das ohne den nicht vorstellen. Und das ist halt Roger, der Papa, der gehört einfach dazu. Zur Roger Persönlichkeit kann ich nur eins sagen. Einzigartig. Jetzt sind wir halt nur noch zwei und jetzt wird's ernst, richtig ernst. Jetzt ist nichts mehr zum Spaßen. Endspurt für Michael und Chris. Denn nur ein Platz in der Nummer 1 Boygroup ist frei. Der schlimmste Moment war dann einfach die Zeit, wo es wirklich auf die Entscheidung hinging. Man hat Vermutungen gehabt, aber es war einfach richtig schlimm, weil man so unter Druck war. Kurz bevor die Entscheidung gefallen ist, war ich mit Chris viel lockerer. Also da war der Druck auf einmal zwar noch da, aber es war ein anderer Druck, weil es war einfach so, jetzt kannst du nichts mehr dran ändern. Es ist einfach so, entweder du oder ich kommst in die Band. Und das war so meine Ausfahrt, wo ich gesagt habe, komm, lass jetzt gut sein. Ich mache jetzt nicht mehr auf irgendwie, wie sagt man, stur. Der schlimmste Moment war, nicht zu wissen, wer von uns beiden, das heißt mir und Michael, letztendlich in die Band kommt. Und natürlich auch deswegen schlimm, weil ich einfach auch damit gerechnet hatte, auch rausfliegen zu können. Ja, eigentlich so religiös, aber ich glaube, ich will vorher noch mal beten. Was denkst du? Ich habe schon zweimal gebetet. Knapp 4 Monate Schweiß und Herzblut. Am Tag der Entscheidung sollte es sich zeigen, für wen es sich gelohnt hat. Es ist heute mit Mama Maria vorbei, Alter. In dem Moment ist mir mein Herz stehen geblieben, weil irgendwie... Das war das Gefühl, jetzt ist der Moment und oh, das war einfach krass, das Gefühl. Und dann haben Mark, Mike und Lou angesetzt. On a positive note, you're definitely a great dancer. Your vocals came a lot better and you definitely became more of a team player. I think that these are the things that we need in a very strong group. So I want to tell you, Michael, that you made the band. What? You're in Us Five. Come here. Oh Mann, das ist nicht weit. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann irgendwie, ich meine, als Michael dann fest in der Band war, ist natürlich für mich alles zusammengebrochen. Ohne dich, du kannst nur Maria nicht machen, wir brauchen deine Vocals.
okay, das war es jetzt alles so. Ein Schnipsen, alles vorbei und einfach ein Scheißgefühl war das. Christoph, what you did was you became very much unshy and became very popular. So, I want to tell you, you made the band too. Wie später er gesagt bekommen hat, dass er dann doch ist drin, also auch drin ist, habe ich echt mich so riesig gefreut. Ich habe gesagt, guck, jetzt haben wir es beide geschafft, das ist doch viel geiler. So. Also, dass du nicht denken musst, jetzt ist doch trotzdem noch irgendeiner zurückgeblieben, sondern einfach er ist da und ich bin da und ich denke, wir packen das eigentlich gut zusammen. So now, this is where all the work begins. We have to get ready to start preparing for the video, get ready for promotion of the single. We have to make it big here in America, right? Yeah. That's the whole idea, so we got a lot of work to do. All right. Who's in the band? Us Five! Ab diesem Zeitpunkt waren wir eine Gruppe und eine Einheit und eine Band. Und genauso habe ich mich in dem Augenblick gefühlt. Wir gehören ab sofort zusammen, wir sind ab sofort eine Familie zusammen. This is it, now we just gotta go out and do the damn thing. Shooting the music video was one of the most exciting experiences for me during Big in America because, you know, it was something I've never done before, obviously. And it was our own song and our own music video and our own set and everything at Universal. That was probably the coolest thing. We always believed in Us Five being a big band, and we spent a lot of time and money on the video. Bei dem Videodreh, das waren einfach fünf Kulissen, die wir hatten, für jeden von uns einer. Das ist unfassbar. Ich stehe in den Universal Studios in Florida und drehe mein erstes Video, was eine halbe Million kostet. Und ich habe gerade den Kameramann hier vor mir, der die R. Kelly-Geschichten macht. Ich kraff das hier nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass es geil wird, weil ich habe jetzt eben den Jay gerade auf dem Bildschirm gesehen und ich habe Gänsehaut bekommen. Nice, nice, nice. Auf dem Weg zum Videoset, das war ein ganz komisches Gefühl, weil ich hatte Adrenalin im Körper und der ist jeden Schritt mehr gestiegen, dem ich irgendwie dem meinem Set näher gekommen bin. Das ist mein Take. Generell war ich total aufgeregt und neugierig, wie das wohl sein wird. Das ist so krass, weil diese Location wurde extra für meinen Part gebaut und diese Bilder werden rund um die Welt gehen und dann ist es ein unbeschreibliches Gefühl. Being here with Us Five is phenomenal. It's great. The energy is great. First video is always the excitement. Kaum zwei Tage alt starten Us Five voll ins Business. Mit edlem Video wollen sie das Musikfernsehen erobern. New York. Start der Promotour. Us Five auf dem besten Weg, Big in America zu werden. Also wir standen dann vorm Virgin Megastore und haben eben darauf gewartet, dass die eben unser Plakat da befestigen und auf einmal... Als ich an diesem Times Square stand und auf einmal mein Bild gesehen habe und mein Foto auf dem CD-Cover am Times Square und ich weiß, das hängt da jetzt für einen ganzen weiteren Monat. Ich habe mir fast in die Hosen geschissen. Die Träume gehen alle mit in der Reihe nach Erfüllung und ich finde es auf jeden Fall geil. Das ist alles so, was wir immer wollten und was ich immer wollte auch. Geil. Man, there it is! Yeah! I hope fame comes quick. I hope I just wake up and then open a hotel room and have like a bazillion girls there. I just want it to come now. I don't want it to like be slow. We want it now. I got what I wanted, you know, as soon as we came over to Germany, it happened like that. And success is, it's everywhere, so it's exactly how I wanted it and how I'd pictured it from that quote. It's very surreal to, you know, from basically one day to the other to see yourself on every cover. I think last time we went into a magazine shop and I think there were four different magazines, like completely different magazines, and we were on all covers and it's just crazy. Well, we had our last show at Fashion Rock, and then I got to go back home to America. And I really didn't know what was going on in Germany. I didn't really realize, you know, that people were actually seeing the show and stuff. So I called Jay every once in a while. I'd be like, hey, Jay, what's going on? He's like, man, it's crazy. It's absolutely insane. Die Jungs können ihr Glück kaum fassen.
tausende Fans in ganz Deutschland bejubeln sie als die neue Nummer 1 Boyband am Pophimmel. So runter, denkst du, pff, ich würde schreien. Wir schreien auf einmal alle los. Ich würde mehr schreien als sie, weil ich sag, boah, was ist denn da unten los? Think they like us. What do you think? I think they're going crazy. Ich weiß noch, ich hab gedacht, ich kann jetzt mal einmal mal in den Club gehen und denk mal so, boah, komm, Party, mich so kennt oder so keiner. Ich hab's echt gar nicht begriffen. Ich komme ja an, aber am Flughafen halt schon Leute gemerkt, die so komisch geguckt haben. Und dann kann ich in den Club rein, die kamen nicht klar, die haben so, was machst du hier, ey, und da habe ich schon die ersten Autogramme verteilt und so. Und da habe ich halt gemerkt, dieses Feedback, boah, wir waren jetzt so lange weg, jetzt sind wir hier und jetzt kennen uns schon die ganzen Leute. Es ist einfach Wahnsinn, was ich so für Eindrücke bekomme, wie sehr Fans uns unterstützen, wie sie hinter uns stehen. Es ist einfach Wahnsinn, weil das hätte ich niemals erwartet, bevor ich das irgendwie überhaupt mit eigenen Augen gesehen habe. Oder ich konnte meinen Augen nicht trauen. Und es ist auch Wahnsinn, was Fans auf sich nehmen, die überall stehen und warten und so. Ich finde das super klasse und einfach, das zeigt einfach, wie viel wir denen wert sind. Und wir versuchen einfach so gut wie möglich, das den Fans rüberzubringen, wie sehr wir das schätzen und wie dankbar wir dafür sind, weil eben ohne unsere Fans sind wir nichts. Und an der Stelle, Dankeschön. Wie die Single dann rauskam und die so gut eingeschlagen ist, kann ich nur sagen, wir haben es alle nicht begriffen, wir begreifen es heute nicht. Verständlich. In Berlin erwarten 3000 Fans die Jungs zur Autogrammstunde. Geht's noch bigger? Klar, wir hatten natürlich so Erwartungen, ja, oh, hoffentlich wird's kein Flop und sowas, hoffentlich kommt's gut bei den Leuten an und wäre schon geil, wenn es Top 10 ist, aber ich meine, dann ist es auf 2 eingestiegen, hat sich eine Woche gehalten und ist es mal geklettert und dann 4 Wochen auf der 1 gewesen. Das ist einfach utopisch. Jetzt bekommt ihr eure erste goldene Schallplatte und die wird euch ein guter Bekannter überreichen, egal ob Backstreet Boys, Natural oder NSYNC, er hat einfach immer die goldrichtige Nase. Hier ist der Godfather auf Boygroups, Luke Perlman und die Produzenten Mark Dollar und Mike Michaels. I came from the United States and brought with me a gold record presentation for more than 500,000 records sold in the United States of America. And here it is. Presented to you guys. Not only did we do big in America, but now we're big in Germany, you know, gold in 2 countries. That's definitely definitely something to be proud of. Also es gibt nichts Schöneres eigentlich, so nach einem richtig anstrengenden Tag, einer langen Fahrt, wie auch immer, vielen Interviews dann abends irgendwann mal auf der Bühne abzurocken, irgendwie vor 15.000 bis 20.000 Kids, die alle irgendwie nach dir schreien. And I want us to release, you know, our next single, which is Just Because of You, which I'm really excited about, and, you know, our album. And I just want things just to go smoothly like they have been going. And you know, hopefully one day we'll be massive. Ich freue mich auf eine hoffentlich grandiose Tour und auf eine langanhaltende, erfolgreiche Karriere mit Us 5. Us 5, die neuen Superstars am Boyband-Himmel. Kaum eine Band vor ihnen hat so einen Blitzstart hingelegt. Rosige Aussichten für die Zukunft. Nach Big in America, Big in Germany, jetzt Big weltweit. Big in America.